dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, nach dem gemeinsamen Salatul Maghrib ein paar Minuten zusammenzusitzen und gemeinsam Gedanken zu machen, wie können wir Erfolg bekommen und wie kann die ganze Menschheit auf den Weg zum Erfolg kommen. Dazu, das ist eine große Gnade, weil heute, wir haben wenig Zeit für wahrhaftigen Erfolg im Jenseits nachzudenken. Wenig Möglichkeit und wenig Bedürfnis. Das, was wir am meisten wollen, wie können wir dieses kurze Leben, was Allah uns gegeben hat, erfolgreich, bequem, mit Luxus, ohne Probleme, ohne Krankheit gestalten können. Aber das Leben, was nach dem Tod kommt, und das immer und ewig heißt, nimmer zu Ende gehendes Leben, darüber machen wir wenig Gedanken. Deswegen können wir dankbar sein zu Allah SWT, dass er uns diese Möglichkeit gibt, ein paar Minuten zu sitzen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat in einem Hadith gesagt, in Yom al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala manche Völker, Leute, so behandeln, dass ihre Gesichter von Nur leuchten werden. Und sie werden auf die Hügel von Misk spazieren gehen. Aber sie werden nicht Anbiya und Salihin sein. Sahaba fragen, ja Rasulullah, wer diese Leute sein werden, die diese hohe Stellung haben und die Leute werden sie beneiden. Ja? Sie werden keine Anbiya sein. Denn Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, es werden Leute sein, die von verschiedenen Stämmen, von verschiedenen Familien zusammengekommen sind und gemeinsam Gedanken und Zikr von Allah subhanahu wa ta'ala machen. Und das Ziel von uns hier sitzen ist, Gedanken zu machen. Wie können wir Erfolg bekommen, diesseits und jenseits? Und das ist ein Fikr, das sie Anbiya Kram gemacht haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Anbiya Kram zu besten Menschen gemacht. Das waren die besten Menschen, die auf der Erde gegeben sind. Nicht die größten Wissenschaftler, größten Politiker, größten Businessmen oder Techniker, sondern es waren Leute, die von Allah subhanahu wa ta'ala ausgewählt worden sind. Für eine höhere Aufgabe. Und die höhere Aufgabe war, die Menschen zurückzubringen zu ihrem Ursprung, Jannah. Weil der Mensch hat alles nur für eine kurze Zeit in die Welt geschickt. 60, 70, 80 Jahre, 100, wenn es hochkommt. Aber mehr nicht. Und diese Zeit ist eine Prüfungszeit. Wenn wir diese Prüfung bestehen, dann haben wir in dem Leben nach dem Tod Erfolg. Und wenn wir diese Prüfungszeit nicht bestehen, dann haben wir Misserfolg. Immer und ewig. Die Maschinen sagen, dieses Leben von 60, 70 Jahren ist, wenn man gleich gegenüberstellt, von einem Tag, von Yom al-Qiyamah, das 50.000 Jahre sein wird, dann sind es nur 2,5 Minuten. 2,5 Minuten. Nur. Deswegen hat Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, klug ist derjenige, der vor dem Tod auf seinen Tod vorbereitet. Er ist der Kluge. Ja, ein Kluger ist derjenige, der sehr viel Geld sich anhäuft, der sehr viele Frauen hat, Kinder hat, Häuser hat, Autos hat, Berühmtheit erlangt hat, sondern klug ist derjenige, der sich vorbereitet auf das Leben nach dem Tod. Und das ist das. Allah SWT hat ja gesagt, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Er ist derjenige, der euch das Leben und Tod gegeben hat, um zu prüfen, wer von euch gute Taten macht. Wer gute Taten nicht macht,
der höchste Punkt bei einem Losmantel. Deswegen sich Gedanken zu machen, wie kann ich selber Erfolg bekommen und wie kann die anderen Menschen vor Höllenfeuer gerettet werden, das war die Aufgabe von Ambiakram. Alle Ambiakram haben gesagt, Guru, la ilaha illallah tuflu. Sag la ilaha illallah und ihr seid erfolgreich. Aber was ist la ilaha illallah? Jeder Muslim weiß. Ja, lies mal Shahada. Ja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jeder sagt. Aber was dahinter steckt, hinter la ilaha illallah, das wissen wir am wenigsten. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala la gesagt? La heißt, yani, alles verneinen. Alles verneinen. Illallah. Aber Allah. Und Allah hat sich bezeichnet mit 99 Namen. Asma'ul Husna. 99 Namen. Und diese 99 Namen sind seine Eigenschaften. Und daran müssen wir glauben. Wenn Allah sagt, er ist Allerbarmer, barmherzig. Yani, es gibt niemanden auf der Welt, der barmherziger ist als Allah subhanahu wa ta'ala. Der ist gnädiger ist. Wenn Allah sagt, er ist Karim, er ist gütig. Niemand in der Welt kann gütiger sein als Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn er sagt, er ist allvergebend, dann kann niemand allvergebender sein als Allah subhanahu wa ta'ala. Er vergibt die Sünde, er ist so allvergebend, dass er Leuten vergibt, die Sünde über Sünden machen. So allvergebend. Heute, wenn ein Freund von mir ein Fehltritt beginnt gegen mich, dann verzeihe ich ihm 2 Jahre lang nicht. Weil er mir gegenüber oder mich beleidigt hat oder auf mich nicht gehorcht hat. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, seine Eigenschaft ist, dass der Mensch Sünde macht, Tauba macht, Allah vergibt. 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 Ein Sheikh hat geschrieben, wenn man gleiche Sünde 1000 Mal macht und 1000 Mal er aufrichtig mit reinem Herzen Tauba macht, Allah vergibt auch. So allvergebend ist es. Allah subhanahu wa ta'ala. So einfach geht es. Diesen Glauben müssen wir haben. Und Allah ist Al-Khaliq, er hat alles geschaffen, mit seiner Macht alleine. Die Menschen, die Tiere, die Vögel, die Fische, die Nutztiere, die Raubtiere, Sonne, Mond, Sterne, Seen, Flüsse, Bäche, Berge, Wälder, Dschungel, alles, was wir sehen, hat Allah subhanahu wa ta'ala geschaffen. Pflanzen, Gemüse, hat Allah subhanahu wa ta'ala geschaffen, mit seinem Qudrat. Und er ist auch Raziq, er ist unser Versorger. Er gibt uns Rizq. Er gibt uns Rizq. Kein anderer. Wir denken, dass ich kriege durch mein Geschäft, durch meine Arbeit, durch meinen Vater, durch meine Kinder oder durch Arbeitsamt oder durch Sozialamt. Wir denken, dass wir also. Aber nein, Allah hat dieses System geschaffen. Beispiel: Allah hat nicht Erfolg gelegt nur in Geld oder in Geschäft. Ein Beispiel: Ein Mann öffnet ein Telekom-Geschäft, beispielsweise hier in dieser Straße. Sein Geschäft läuft. Und der hat, sagen wir, 100.000 Euro investiert, hat 2 Mitarbeiter. Ja. 3 Monate später, ein anderer öffnet auch hier, ein paar Meter weiter, ein anderes Geschäft, gleiches Geschäft. Er investiert auch 100.000 Euro, hat auch 2 Mitarbeiter. Können die beiden gleichmäßig verdienen? Können sie verdienen? Ja? Kann sie nicht verdienen, gleichmäßig. Das geht nicht. Einer verdient mehr, einer weniger. Das ist immer so. Und bei manchen ist es so, dass einer verdient dumm und dämlich bei gleicher Investition und bei gleichem Personal, bei gleicher Zeiteinsatz. Und der andere
verdient nicht mal Hälfte oder ein Drittel. Ein anderes Beispiel. 20 Leute von einer Universität machen Masters in Wirtschaft. Jetzt die, werden losgelassen und suchen Arbeit. Können alle 20, sie haben gleiche Diplom, gleiche Zertifikat, ja, Masters. Können die alle gleich 20 Leute verdienen? Es geht nicht. Einer kriegt gleich Anfangsgehalt 10.000, der andere kriegt 9.000, der dritte 8.000, der vierte 5.000 und so weiter. Mhm. Also was heißt das? Das heißt, dass diese Diplome, diese Investitionen, diese Einsatzkraft ist kein Garant für deinen Erfolg in Dunya auch. Kein Garant. Denn wenn Garantie wäre für ein Diplom oder für eine Investition, dann müssen alle gleichmäßig verdienen. Weil es ist ja so. Denn was ist die Regel von Mathematik? 2 plus 2 sind 4. 4 plus 4 sind 8. Oder? Aber wenn wir diese Mathematikprinzip da anwenden, dann kann nicht wahr werden. Das heißt, Allah hat für dich vorgeschrieben, du wirst so viel verdienen, er wird so viel verdienen, er wird so viel, bei gleicher Qualifikation. Bei gleicher Qualifikation. Ich kenne tausende Leute, die gleiche. Es gibt auch Leute, die mehr, zum Beispiel kein Diplom haben, aber sie verdienen mehr als hier Elon Musk zum Beispiel. Ja? Der hat keine große Qualifikation. Viele andere Leute, der ist der reichste Mann. Oder Amazon-Chef, wie heißt er? Bezos. Bezos. Ja? Der ist nicht hochintelligent. Aber, oder andere Leute. Oder ein Wissenschaftler, zum Beispiel hier, wir nehmen ein Beispiel von hier, Corona, BioNTech. Der verdient dumm und dämlich. Aber der hat nicht mehr Qualifikation als viele andere Wissenschaftler. Aber Allah hat für ihn, jetzt seine Aktien sind so hochgegangen, der hat in einem Jahr mehr als 1,5 Milliarden Gewinn gemacht. Innerhalb von einem Jahr. Aber andere nicht. Die sind qualifizierter. Deswegen, wir alle denken, dass meine Qualifikation, meine Investition, mein Einsatz bringt mir etwas. Nein. Nur was Allah für dich vorgeschrieben hat, das kriegst du. Du kriegst nicht mehr als was Allah für dich. Wir alle sind Muslime, wir glauben auch an Qadar. Ja? Ja, Leben und Tod ist bei Allah und Rizq und Hunger ist auch bei Allah. Also wir vertrauen darauf. Und genauso ist es im Alltag auch. Deswegen die Anbiya-Kram gekommen, sie haben den Menschen gesagt, La, aber illallah. Es ist nichts mächtig, aber Allah. Und er hat dir Leben gegeben. Er hat dir Leben gegeben. Und du sollst dieses Leben wertschätzen, weil du weißt es nicht, wie lange du am Leben bleiben wirst. Mhm. Jeder kennt seinen Geburtstag. Jeder kennt seinen Geburtstag. Aber sein Todestag weiß kein Mensch. Auch ein Todkranker. Ja, wir erleben oft, dass die Todkranken leben noch 10 Jahre. Ja. Bei uns gab es auch einen Bruder, die Ärzte haben gesagt, ein 18-Jähriger. Ah, der lebt 3 Monate nur. Aber er lebt immer noch. Das sind schon jetzt 11 Jahre. Ja, 11 Jahre sind vergangen, aber er lebt immer noch. Gut, er ist manchmal krank. Aber die haben gesagt, 3 Monate nur. Und der hat sich hingelegt. Sagte, ich bin tot sowieso. Die Ärzte haben gesagt, was soll ich machen? Dann habe ich ihm gesagt, ja, okay. Wenn die Ärzte gesagt haben, mach du auch in deinem Leben etwas. Ich stehe auf und gib nicht auf. Dann ist er aufgestanden, in Masjid gekommen und ganz munter hat er weitergelebt. Und lebt heute noch weiter. Ja? Deswegen,
Yani Allah, wenn Allah will, kann die ganze Menschheit nichts machen. Aber wenn die ganze Menschheit etwas will und Allah nicht will, dann passiert das nicht. Dann passiert das nicht. Ich gebe ein Beispiel immer. In einem Land gab ein großer Politiker, er war Ministerpräsident, und der ist zum Tode verurteilt worden. Ja. Die ganze Welt damals, also in den 70er Jahren, die haben von Präsident von Amerika bis nach afrikanischen Präsidenten, von Philippinen bis nach Südamerika, alle Präsidenten und die Regierungen haben bei diesem Land, bei dem Präsident von diesem Land, Petition eingereicht, bitte lass diesen Mann frei. Aber Allah wollte nicht. Das ist ein Beispiel, ja? Dass die ganze Welt will nicht, dass er hingerichtet wird, aber Allah wollte. Und er ist hingerichtet worden. Er ist hingerichtet worden. Deswegen die Aufgabe von Anbiya Karam war, Leute dazu zu bringen, hundertprozentig daran zu glauben, dass wenn Allah will, kann es dir gut ergehen, wohl ergehen. Wenn Allah nicht will, kann es dir nicht wohl ergehen. Wir sehen ja oft auch hier Beispiele, Leute sind ganz minimal erkrankt und sterben sie nächsten Tag. Und Leute sind ganz schwer erkrankt, aber werden gesund. Gleiche Medikamente hilft einem Mensch und anderem nicht. Die Gesundheit hat Allah SWT in seiner Hand, nicht ein Medikament. Und diesen Glauben haben die Anbiya Karam den Menschen beigebracht. Heute wir lesen und wir hören und wir sprechen nur von Dunya. Von Geld, von Macht, von Medikamente, von Einfluss und so weiter und so fort. Deswegen unser Gehirn ist umprogrammiert. Richtig? Ja? Und wir denken auch in dieser Weise. Deswegen diese Übung, was wir machen, ist zurückzukommen auf den Glauben zu Allah SWT. Allah hat uns geschaffen zu einem besten Ummat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ihr seid die beste Ummat, die wir unter den Menschen hervorgebracht haben. Weil ihr das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Ihr seid die beste Ummat. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat seine Sahaba dazu trainiert, die beste Ummat zu sein. Jeder, der zum Islam gekommen ist, jeder Mensch, erster Mensch war Abu Bakr Siddiq. Yani Khadija war erste, aber der Mann war Abu Bakr Siddiq. Und er hat 8 Leute in den ersten 2 Tagen zum Islam gebracht. Darunter war Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqas und ähnliche große Sahaba. Und danach auch, wer zum Islam gekommen ist, er hat andere Leute eingeladen. Weil er hat gesagt, yani, das ist meine Aufgabe ist nicht, Dien zu praktizieren, sondern meine Aufgabe ist, Dien zu lernen, Dien zu praktizieren, Dien weiterzugeben und für die Weitergabe andere Leute vorzubereiten. Ein Beispiel erzähle ich. Tufel Dosi ist ein Sahabi. Er hat gehört, dass in Mekka jemand eine neue Religion predigt. Er ist gekommen nach Mekka. Er war ein großer Dichter, ja, von Kabila Dos, von einem Stamm Dos. Und er ist gekommen nach Mekka und die Mekkaner haben ihn erkannt, weil er war berühmt, arabischer Dichter war er. Oh, Tufel, hier ist einer und der ist auch ein Dichter, aber er ist gleichzeitig auch ein Zauberer. Du sollst aufpassen, du sollst nicht ihm begegnen. Und sie haben so schlecht über den Prophet geredet,
dass er gesagt hat, okay, ich werde nicht reden. Ich meide ihn, will ich ihn sehen. Aber Allah wollte, dass er zum Islam kommt. Die ganzen Mekkaner haben ihn eingetrichtert, er soll diesen Mann meiden. Ja? Ganze Mekkaner, alle Mekkaner, die haben eingehämmert. Du sollst Propheten nicht treffen. Was passiert? Nächsten Morgen, er kommt zu Kaaba und da stand Prophet. Und der hat sein Namaz gemacht, laut. Und er hat, wie heißt das denn, in seinen Ohren Wattestäbchen reingelegt, ja, damit er nicht hört ihn. Aber als er kam da, hat er gesehen, dass der Prophet betet und Koran liest, ins Gebet. Er hat trotzdem hören können, dann hat er Watte rausgenommen und zugehört. Und er sagt, so ein Kalam, so eine Worte, ich bin selber großer Schair, großer Dichter, aber sowas habe ich nicht gehört, das ist bestimmt von Allah. Dann, wenn Prophet fertig geworden war, dann Prophet ist gegangen und er ist hinter ihm. Und dann hat er ihn eingeholt und sagte, ja, als ich hier kam, ich wollte sie kennenlernen, aber die Mekkaner haben gesagt, du sollst dich hüten, nicht ihn sehen. Aber ich bin heute zufällig hier gewesen und habe ich gehört, wie sie rezitiert haben. Und das ist ein wahres Klam, wahres Wort. Ich möchte dein Glaube annehmen. Der Prophet hat gesagt, ja, Allah und Salim, hat er ihm Islam beigebracht. Dann ist er gegangen, dann sagt er, ja, was soll ich machen? Er sagt, ja, geh zu deinem Kabila und sei barmherzig zu deinen Leuten und erzähl und nicht zwingen andere Leute. Er ist gegangen, hatte seinen Vater getroffen, Vater war älter Mann und er hat zum Vater gesagt, Abstand halten, hat er gesagt. Ich bin jetzt Muslim geworden und ich möchte mit dir Beziehung pflegen, wenn du auch zum Islam kommst. Dann hat er gesagt, was hast du gehört? Er hat gesagt, ja, ich habe diese Begegnung, hat ihm erzählt. Vater ist sofort zum Islam gekommen. Dann seine Frau gekommen, dann hat er ihr auch gesagt, Abstand halten. Dann die Frau hat gesagt, warum? Sagte, ja, ich bin Muslim geboren und ich kann mit dir nicht jetzt zusammen sein. Er sei denn, du Islam. Ja, was ist deine Religion? Hat er erzählt. Sie ist auch zum Islam gekommen. Dann seine Mutter auch. Ja, alle drei sind als Erste. Er hat nicht großartig gelernt, Namaz und so weiter. Nur Dawat gelernt. Dawat gelernt. Dann ist er in der Folgezeit zu seinen Leuten gegangen. Keiner ist zum Islam gekommen. Keiner. Andere Leute von deinem Kabila aus, Dos, keiner zum Islam gekommen. Dann nach einer Weile geht er zu Prophet sallallahu alaihi wa sallam und sagte, ja, Rasulullah, nur meine Familie ist zum Islam gekommen, aber die anderen sind nicht zum Islam gekommen. Was soll ich machen? Machen Sie Baddua für Sie. Baddua, Baddua versteht ihr? Yani verwünschen, dass Sie vernichtet werden. Diese Kabila. Prophet sagte, nein. Du sollst Dua machen für sie. Nicht bei Dua, sondern Dua machen. Geh nochmal. Dann ist er nochmal gegangen. Und dann nach zwei, drei, dann ist Prophet von Mekka Hijrat gemacht, nach Medina gegangen. Und zwei Jahre später oder drei Jahre später ist Tufail Dosi gekommen mit 80 Leuten nach Medina, von seinem Kabila. Und wer war darunter auch? Wisst ihr? Abu Huraira. Abu Huraira kennt ja jeder Mensch, ne? Ja. Abu Huraira war darunter. Aber Tufail Dosi kennt kein Mensch. Deswegen Dawat geben, dieses Beispiel zeigt, dass wir Dawat geben sollen zu anderen Leuten. Wir wissen nicht, wenn wir einem Mensch Dawat geben, wie nützlich er sein kann. Wir wissen nicht. Wir geben Dawat einfach ein,
Es gibt viele andere Beispiele. Ich will ja nicht noch länger ziehen meinen Vortrag. Aber es gibt zahlreiche Beispiele, dass ein einfacher Mann hat jemanden Dawat gegeben und unser Maulvi hier, Hoja, das ist ein Beispiel. Der ist auch in lebte in Bayern und irgendjemand hat ihm Dawat gegeben. Der ihm Dawat gegeben hat, ist nicht Hoja geworden, aber er ist Hoja geworden. Ja, guck mal, oder? Der ist selber nicht Hoja, aber er ist Hoja geworden. Deswegen, wir wissen nicht, wenn wir jemandem Dawat geben, welche Stufe er erreicht. Allah hat im Koran gesagt, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah hat ganz klipp und klar und deutlich gesagt, niemand kann besser reden als einer, der zu Allah subhanahu wa ta'ala ruft, gehorsam ist und sagt, ich bin unter den Gehorsamen. Yani, Dawat zu geben zu anderen ist, sind die beste Worte, weil du rufst die Menschen von Dunya, von Makhluk zu Khaliq, von Dunya zu Akhirat, von Irreleitung zu Rechtleitung und von Unwissenheit zu Wissenheit. Das ist Dawat. Yani, den Mensch beizubringen, wer ist Allah? Was ist seine Allmacht? Was ist seine Allgegenwart? Das ist die beste, das sind die besten Worte, die man sprechen kann. Und das haben die Sahaba gemacht. Und deswegen sind wir in Kosovo, in Türkei, in Afrika, in Philippinen, in Amerika, in Sudan, in Südamerika und überall sind wir Muslime geworden. Weil die Sahaba haben Leute eingeladen. Die Sahaba haben Leute eingeladen zu Islam. Von Dunya zu Akhirat. Von Menschen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist, das ist eine Arbeit von uns alle. Das ist nicht nur Arbeit von Hoja, dass er hier Freitag sein Predigt hält oder Samstag sein Beimer. Nur jeder einzelne Muslim ist verpflichtet. Jeder einzelne Muslim. Egal ob er groß ist, klein ist, reich ist, arm ist, schwarz ist, weiß ist, was auch immer ist. Jeder, der La ilaha illallah Muhammad Rasulullah gesagt hat, hat die Aufgabe, Dawat zu geben, andere Leute einzuladen. Ein anderes, der Prophet hat ein Beispiel gegeben. Die Muslime sind zu vergleichen mit einem Schiff. Und in dem Schiff sind Menschen. Und manche sind in Oberdeck und manche sind in Unterdeck. Und Schiff läuft. Jetzt, die Leute, die im Unterdeck sind, sie müssen, wenn sie Wasser brauchen, hochgehen in Oberdeck und Wasser holen. Und das ist ein bisschen mühsam. Wenn die Leute, die im Unterdeck sind, sie sagen, ach, wir müssen immer hochgehen und Wasser holen, wir machen hier ein Loch und holen hier aus dem Fluss unser Wasser. Wenn sie beginnen, das zu machen und die Oberen sehen, dass sie das machen, wenn sie nicht diesen Mann zurückhalten, was passiert? Schiff wird versinken. Und alle werden sterben. Deswegen hat der Prophet gesagt, jeder Mensch, der La ilaha illallah gesagt hat, er ist dazu gerufen, Dawat zu geben, andere Leute einzuladen. Das ist die Aufgabe. Und es ist Dawat zu geben, ist ganz einfach. Denn Prophet hat gesagt, Ballighu anni walau aya. Ihr sollt, wenn ihr nur ein Ayat kennt, sollt ihr weitergeben. Nur ein Ayat. Wenn du nur ein Hadith kennst, sollst du weitergeben. Wenn du eine gute Tat kennst, sollst du weitergeben. Jetzt fragt man, wen soll man weitergeben? Ich habe meine Frau, meine Kinder, meine Nachbarn, meine Verwandte, meine Arbeitskollegen, meine Berufskollegen,
Geschäftskollegen, Masjid-Kollegen, Fremde, was weiß ich. So einfach kann man beginnen, Dawah zu geben. So einfach ist es. Ich mache Namaz, ich kann andere Leute sagen, Leute, Namaz ist Pflicht. Prophet hat gesagt, wer Namaz ist fünfmalige Gebet ist Pflicht für jeden Muslim. Und wer das Gebet verrichtet, so hat er sein Dien festgehalten. Wer nicht verrichtet, dann hat er Dien aus Hand gelassen. Das ist so einfach. So einfach ist Dawah zu geben. Ich lese Koran, ich kann andere Leute auch sagen, bitte schön, lese mal Koran. Ich mache Tasbihat, ich kann auch andere Leute Tasbihat sagen. Ich gehe Khuruj, ich kann andere Leute auch sagen, ich gehe Khuruj. So einfach. So, wer ist inshallah bereit, Dawah zu geben? Alle bereit?